Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe. Es werde Licht. Was tut sich im deutschen Film? Heißt die Reihe, die wir zusammen machen mit EPD Film, Deutschlands führender Fachzeitschrift zum Thema Film. Und wie Sie wissen, gibt es auch nach dem Film immer ein ausführliches Werkstattgespräch mit dem Gast, der da ist. Und ausnahmsweise stelle ich Ihnen jetzt heute mal zuerst unsere Gesprächsführende vor. Das ist Claudia Lensen, die aus Berlin extra gekommen ist. Schon mal einen Applaus. Danke, dass du nachher das Gespräch führen wirst. Ja, und ich mache das extra vorher jetzt, weil wir heute eine etwas ungewöhnliche Situation haben. Du wirst, nachher skypen dürfen, ne? Bisschen der Legemann ist nicht da und wir nutzen jetzt hier alle technischen Möglichkeiten. Sie wird uns zugeschaltet und aus Rom, ich hoffe, übrigens. Es klappt. Genau, also sie wollte eigentlich hier sein, das sei zur Erklärung noch gesagt. Sie hat dann während der Buchmesse, sie ist ja auch erfolgreiche Autorin, wie Sie sicher wissen, eine Mittelohrentzündung bekommen und musste dann abreisen und geht es jetzt wieder besser wohl, aber sie ist halt schon weg. Ja. Und dementsprechend sind wir jetzt froh, dass das überhaupt möglich ist. Mhm. Ich möchte an der Stelle auch danken dem Kuratorium Junger Deutscher Film. Anna Schöppe ist hier, die haben nicht nur den Film gefördert, sondern sind auch Kooperationspartner heute, also auch da gerne einen Applaus. Danke, dass das möglich ist. Ja, Buchmesse hast du aber besucht, ne? So kurz wenigstens. Wie war dein Eindruck dieses Jahr? Wie immer wild und voll und aber schon im Abflauen. Ich war ja erst heute da. Mhm. Ja. Genau, und wir machen das jetzt heute ja zum Abschluss der Buchmesse sozusagen. Falls Sie sie besucht haben, ist das, glaube ich, der perfekte Film dazu. Axolotl Overkill, der beim Sundance Film Festival seine Premiere feierte und prompt auch den Special Prize der Jury gewonnen hat. Also das ist wirklich eine große Auszeichnung. Gibt es nicht so oft. Hat, glaube ich, Wild mal gewonnen, aber sonst wüsste ich keinen deutschen Film. Zuletzt, glaube ich, war Toni Bergmann. Der war in Los Angeles, aber der erste Film von Maren Ade, der war auch in Sundance und das hat dem Film geholfen. Absolut. Der Wald vor lauter Bäumen. Es ist so das wichtigste Indie-Festival in den USA, kann man sagen. Genau, und was auch noch toll ist, vorgestern beim Hessischen Filmpreis wurde die Hauptdarstellerin ausgezeichnet als beste Newcomerin, Jasna Fritzi Bauer. Und sie ist auch inzwischen eigentlich keine Newcomerin mehr, schon längst nicht mehr. Viele tolle Filme gemacht, Scherbenpark zum Beispiel, Ein Tick anders, ist etabliert am Burgtheater in Wien. Und freut sich sicher sehr, dass wir heute den Film hier zeigen. Vorweg, wie immer, keine Werbung bei uns, sondern ein thematisch passender Vorfilm, wie ich so schön sage. Kein Platz für Gerold, animiert 5 Minuten lang von Daniel Nocke. Ich sage schon mal viel Vergnügen und Claudia, wir sehen uns gleich wieder. Großen Applaus nochmal. Viel Spaß. Wir werden das nämlich auf die Leinwand projizieren, das heißt, dass wir wirklich das Skype-Bild gleich auf der Leinwand sehen. Ich bitte schon mal Claudia Lensen nach vorne, die gleich das Gespräch führen wird. Ah ja, also jetzt ist sie da. Claudia, das letzte Bild ist ja im Grunde jetzt symbolisch eigentlich für uns. Wir versuchen jetzt auch Empfang zu ihr zu bekommen, was Jasna nicht schafft im Film. Ja, Jasna ist ja auch Wiesbadenerin, muss man vielleicht noch vorweg schicken. Also sie hat ihren hessischen Bezug. Ihre Familie kommt von dort, die Hauptdarstellerin. Und wir hoffen sehr, dass wir mehr darüber erfahren dürfen. Obwohl es immer heißt, sie ist eine Schweizer Schauspielerin. Da ist mir der Familienbezug nicht so ganz klar. Tatsächlich. Oder ist Helene, sehr gut. Ja. Wir brauchen aber noch Ton. Genau, wir brauchen noch Ton. Bisher sehen wir dich schon mal, liebe Helene, falls du uns hörst. Ja, alles klar. Jetzt hören wir dich, sehr gut. Ich höre mich auch. Es gibt ein bisschen Rückkopplung, aber damit kann ich umgehen. Großartig, wir kriegen das hin. Wir machen hier noch gerade ein bisschen Saallicht dunkler und zeigen dir mal, wo wir eigentlich sind. Denn wir sind ja hier gerade im Filmmuseum. Jetzt dürfen sie klatschen. Genau, und jetzt übergebe ich an Claudia Lensen, die das Gespräch mit dir führen wird. Genau. Jetzt müsste es ja eigentlich klappen hier mit diesem Mikro. Guten Abend, Helene Hegemann, ich bin Claudia Lensen. Ich kann Sie jetzt gerade nicht hören, aber das wird schon kommen. Jetzt können Sie mich hören? 1, 2, 3, 4. Ja, 1, 2, 3, 4. Dann lassen Sie uns anfangen. Das ist also jetzt für mich auch eine Premiere,
weil ich ursprünglich mich unheimlich gefreut hätte, so ein kleines Warming-up mit Ihnen machen zu können, aber jetzt stürzen wir uns einfach rein. Also, das, sagen wir mal, die letzte Grafik in dem Film, die weist ja nochmal darauf hin, dass Sie mit Axolotl Overkill diesen Roman, den berühmten Roman Axolotl Roadkill, sozusagen selbst adaptiert haben. Und der Roman, der ist ja so eine Art Stream of Consciousness von Ihnen. Und in dem Moment, wo Sie am Drehbuch gearbeitet haben und die Vorstellung hatten, jetzt verfilme ich das, haben Sie ja eine Protagonistin gebraucht. Also sozusagen eine Person, die die Rolle übernimmt. Und warum trafen Sie die Wahl oder warum fiel die Wahl auf Jasna Fritzi Bauer? Was hat sie für die Rolle mitgebracht, was Sie vielleicht erwartet haben oder was andere nicht haben? Das ist eine nicht uninteressante Geschichte. Ich habe wirklich lange versucht zu casten und dachte immer, ich muss da eigentlich einen Teenager besetzen. Ich sage immer gerne, das hätte sonst, ich hatte das Gefühl, das würde sonst an Verrat grenzen. Da irgendwen hinzustellen, der halt eine erfolgreiche Schauspielerin mit 20 ist und jung genug aussieht, um was behaupten zu können, was sie ist, was sie dann im Endeffekt nicht ist oder so. Das war natürlich völliger Quatsch. Ich habe dann nach 2 Jahren zufälligerweise Mavi Hörwig da wiederum, die Ophelia gespielt hat, nach dem Deutschen Filmpreis, glaube ich, auf einer Feier kennengelernt. Und ihr von dem Casting-Prozess erzählt, woraufhin sie sagte, ey, du musst Jasna nehmen. Jasna ist irgendwie, wäre super dafür. Und dann sagte ich wiederum, ach, aber sie ist irgendwie zu, also ich glaube, sie ist einfach zu alt. Man kann das nicht machen mit jemandem Mitte 20, der schon 6 Jahre Theatererfahrung hat und vielleicht ein bisschen zu abgeklärt ist. Woraufhin sie wiederum sagte, nee, das muss gehen. Und das war der Grund, warum ich mir dann tatsächlich Filme mit Jasna angeguckt habe. Es liefen auch dann witzigerweise 2 innerhalb einer Woche im Fernsehen. Und als ich das sah und als ich auch sah, wie extrem alterslos ist so ein blödes Wort, aber wie sehr Jasna jenseits von Alter, sowohl jenseits von Alter als auch jenseits schlechter Zuordnung funktioniert, habe ich sie eigentlich blind gecastet. Ich habe ihr geschrieben, dass ich sie gern dafür hätte. Und dann war sie besetzt und alle anderen wurden um sie herum gecastet, genau. Ja, und sie wieder sagte, sie würde gerne mit Mavi spielen, zusammen mit Mavi Hörbiger. Und dann ist Mavi, die mir Jasna empfohlen hatte, mir durch Jasna auch empfohlen worden. Und so sind sie beide im Film gelandet letztlich. Ja. Also, das hört sich so an, als würden so die Netzwerke auch funktionieren. Also jetzt bei diesem ersten großen, langen Film von Ihnen. Ja, das im Speziellen war wirklich ein glücklicher Zufall, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass man sich permanent an Leute richtet, von denen man denkt, sie könnten eventuell was beitragen zu einem bestimmten Findungsprozess oder so. Das war mit Mavi definitiv der Fall. Ich habe die da sitzen sehen und das Gefühl gehabt, die weiß, was ich meinen könnte mit dieser Figur, die ich gerade castete. Ja, aber so unabhängig von den zwei waren es schon normale Prozesse. So connected bin ich dann leider doch nicht. Ja, ja, vielleicht muss man es hier im Kino nochmal sagen, dass es, ich glaube, ihr 2. Film ist. Ich habe damals auch Torpedo gesehen. Der ist ja auch schon, ich glaube, 10 Jahre alt und der war 45 Minuten lang. Und ich muss sagen, die Motive, also die Geschichten haben sich, da gibt es Verbindungen, da können wir gleich ja noch drauf kommen. Ich wollte jetzt nur darauf hinaus, dass Sie, obwohl natürlich alle Welt davon spricht, wie jung Sie als Regisseurin so einen langen Spielfilm gemacht haben, trotzdem kann man, wenn man sagt, vor 10 Jahren hat sie es schon mal begonnen mit einem mittellangen Film, da muss man doch sagen, jetzt ist ein unheimlicher Professionalisierungsschub passiert. Allein wenn wir schon den Abspann sehen, wie viele Leute Sie eigentlich dirigieren mussten, wie viele Leute da mitgemacht haben. Sehen Sie das auch so, dass also jetzt ein Professionalisierungsschub passiert ist und ganz naiv gefragt, wo haben Sie das her? Sie haben ja zwischendrin einen Roman geschrieben, 2 Romane. Haben Sie eine Filmhochschule besucht? Nee, das habe ich tatsächlich nicht, nein. Aber ja, ich weiß auch nicht genau, ich weiß auch gar nicht, ob das so unbedingt auf einer Professionalität basiert. Ich glaube, Professionalität, wenn es zum Regieführen kommt, ich glaube, Tarantino oder einer hat mal gesagt,
Als Regisseur muss man überhaupt nicht im Geringsten wissen, wie was geht. Man muss nur wissen, was man will. Das führen ja eh die anderen für einen aus. Man muss irgendwie erklären können, was man vor Augen hat, egal auf was für eine Weise. Und dann beschafft man sich halt die Profis, die dazu imstande sind, das umzusetzen. Oder findet gemeinsam einen Weg, das umsetzen zu können, wenn es die Profis auch nicht so richtig wissen oder so. Und ich glaube, das ist das Gute da. Also ja, ich hatte nie wirklich das Gefühl, was ich mir vielleicht über die Jahre antrainieren konnte, dadurch, dass ich ja die ganze Zeit gearbeitet habe in einem gewissen Bereich und auch wusste, Kunst zu machen oder so ist ein legitimes Mittel, um Geld zu verdienen, hatte ich wenig Komplexe, was das am Set sein betraf. Ich hatte einfach so ein, ich frage mich wirklich, wer das kam, ein Grundgestus von, ach, das wird schon okay sein, was meinem Geschmack entspricht und was ich hier umsetzen will. Und ich glaube, der war ausschlaggebend dafür, dass alle anderen das Projekt, die mit involviert waren, ernst nehmen konnten und mich ernst nehmen konnten und dann tatsächlich was dabei rauskam, ja. Und es hängt natürlich auch unmittelbar mit dem Geld zusammen, das muss man auch dazu sagen. Ich hatte für Torpedo hatten wir damals 20.000, glaube ich, 15.000 Euro. Und das ist jetzt ein Film für eine Million, was auch nicht besonders viel ist, auch wenn es viel klingt, aber trotzdem, das sind natürlich Welten, was dann möglich ist. Ja. Also, ja, wenn ich Sie jetzt recht verstanden habe, dann ist es schon so gewesen jetzt bei diesem Filmprojekt, dass die anderen mitreden konnten und sie konnten das auch zulassen. Also, wie ist das für Sie, wenn Sie anfangen zu arbeiten, die warten ja darauf, dass Sie sozusagen, ich spiele jetzt darauf an, Autorenfilm, dass Sie sagen, wo es lang geht und welche Form Sie wollen und dass es vielleicht auch eine ungewöhnliche Form ist, was Experimentelles, wo die Mechanismen vielleicht nicht so greifen. Wie war das jetzt für Sie? Konnten die anderen mitreden oder sind Sie so eine Art Kontrollfreak, gerade am Anfang Ihrer Karriere, dass Sie alles genau bestimmen wollten? Es ist eine extreme Mischung aus beiden. Bis zu dem Punkt, dass ich an bestimmten Punkten unbedingt selber bestimmen wollte, dass ich jetzt nichts mehr bestimme, so ein bisschen. Also es ist irritierend. Ich glaube, ich bin öfter mal von Journalisten darauf angesprochen worden, dass sie wiederum von Schauspielern oder Mitarbeitern im Film gehört hätten, der Dreh hätte so einen Spaß gemacht. Und dass sich alle so gut verstanden hätten und so. Und das fand ich so ein bisschen missverständlich, weil man sich da direkt vorstellt, alle wären hippiesk durch die Gegend gerannt und hätten die ganze Zeit eine tolle Zeit gehabt. Darum ging es weniger. Was toll war, dass sich alle extrem konzentrieren konnten und konzentriert haben, weil sie letztlich bis zum gewissen Grad was durchsetzen und umsetzen konnten, was sie wirklich ernst gemeint haben. Egal, ob es die Schauspieler waren oder die Ausstattung das war oder der Kameramann das war. Und ich weiß auch nicht, ob das nur unmittelbar mit mir als Regisseurin zusammenhängt oder mit der Konstellation von Leuten, die auch alle nicht unbedingt aus dem Filmbereich kommen in erster Linie. Die Schauspieler waren größtenteils eigentlich eher im Theater beheimatet. Die Ausstatter machen eigentlich Kunstinstallationen. Die Location Scouts haben nie zuvor einen Film gemacht, sondern kennen einfach viele Leute in Berlin und sehen so gut aus, dass diese ganzen Leute mit den tollen Wohnungen gerne mal mit denen Kaffee trinken wollen. Und deswegen da gab es eine Dynamik, glaube ich, die ermöglicht hat, dass alle einander genug vertraut haben, um wirklich und sich selbst auch genug vertraut haben, um das machen zu können, was sie schon immer mal machen wollten oder so. Und das war da ein guter Rahmen für. Und was ich immer gerne sage, ist das, warum ich ja Filme machen oder am Set sein, Schreiben von einem Roman alleine am Schreibtisch vorziehe, ist, weil es so Spaß macht, sich darauf zu verlassen zu können, dass das, was man aus sich selbst heraus produziert hat, durch andere Leute durchgeht und dadurch zu was völlig anderem wird. Ja, also dieses Kontrollfreak-Gehabe einfach aufzugeben zugunsten dessen, dass ein Kunstwerk sein Eigenleben entwickelt. Ich glaube, das ist es so ein bisschen, ja. Ja, trotzdem ist ja die Geschichte doch, ich glaube, nicht übertrieben zu sagen, die hat sehr viel mit Ihnen zu tun. Also wenn man auf den Roman zurückgeht, der ja eine riesen Diskussion vom Zaun gebrochen hat, bleiben wir erstmal bei dem Stoff von dem Roman. Da sehe ich auch ganz große Ähnlichkeiten zu Torpedo. Es geht um dieses rebellische Mädchen. Es geht um ein Mädchen, was immer diesen Verlust durch den frühen Tod der Mutter mit sich trägt. Da gibt es einfach eine
eine Art Wiederholung oder eine Variante. Ich frage Sie mal, haben Sie mit diesem Film jetzt sich selber zitiert im Vergleich zu Torpedo und im Vergleich zum Roman, also dass Sie den Roman verfilmt haben und die Motive sich so ähneln, zitieren Sie sich selbst? Wahrscheinlich schon. Nicht absichtlich und nicht, weil es ein riesiges Herzensbedürfnis von mir ist, aber ja. Das ist jetzt noch die Geschichte, die mit Ihnen viel zu tun hat. Und ja, die brauchte jetzt noch eine neue Form, ich habe mich ja relativ schnell, das heißt relativ schnell, eigentlich wollte ich das ja verfilmen lassen, das Buch, von wem anders. Bin dann mit den Leuten konfrontiert worden, die das hätten verfilmen wollen und fand das alles irgendwie blöd und behielt die Filmrechte und habe mich deshalb dazu entschieden, das selber zu machen. Wollte ich auch unbedingt plötzlich, weil ich merkte, wenn ich schon in einer Position bin, als Anfang 20-jährige Frau, die Filmrechte zu haben und deshalb eine Chance, selber als Regisseurin da agieren zu können, dann musste ich es auch machen irgendwie. Ich wollte das nicht in die Hände von einem 50-jährigen Mann geben, weil es schon genug Filme von 50-jährigen Männern über Teenager gibt. Es braucht irgendwie nicht noch einen. Ich glaube, an dem Punkt hätte ich mich wahrscheinlich dann doch auch lieber einem vollkommen entgegengesetzten Thema bereits gewidmet. Aber gerade das hat es auch interessant gemacht, weil man dazu gezwungen war, obwohl man sich schon weiterentwickelt hatte natürlich, was zu finden in dem Roman und in dieser Geschichte, dieser speziellen Figur, die natürlich sowohl im Roman als auch im Film mit Mia aus Torpedo, meinem ersten Film, vergleichbar ist. Da was zu finden, was irgendwie immer noch einen genug interessiert, um was draus zu machen oder so. Also quasi was Fundamentales in dem Stoff zu erkennen, was mich noch immer interessiert hat, obwohl ich schon eigentlich ein bisschen zu alt mich fühlte, um wieder das, also so, ich glaube, macht das Sinn, was ich sage? Also das ja, muss man bis ja, jetzt ja. Also auf der einen Seite nimmt der Film ja jetzt nochmal so was auf, was man in ganz vielen Filmen über junge Leute sieht, also über Teenager, die eine unheimliche Coolness auch zur Schau tragen und zur Schau stellen. Und bei Mifty fällt mir auf, dass sie in diesem Film hier noch feiner, noch klarer daran gearbeitet haben, dass das Mädchen ja ziemlich einsam ist, dass es diese nach innen gekehrten Momente gibt. Man sieht sie ganz oft, wo sie auch traurig ist oder wo der Blick ins Leere geht, wo sie sich irgendwas ersehnt, erwünscht. Und irgendwie passt das ja nicht ganz zu dieser Pose der Coolness. Und war das was, was Sie interessiert hat, so ein Widerspruch, so eine Art Energiefeld zwischen diesen beiden Momenten, dass die Mifty einerseits was Trauriges an sich hat, was mit sich schleppt, was nicht so ganz rauskommen kann in dem Umfeld, in dem sie lebt, und auf der anderen Seite eben diese Forschheit, diese Schlagfertigkeit, diese Kühle, die sie auch an sich hat, so eine gewisse Härte, also was mit sich machen zu lassen, auch in der Großstadt. Also ob mir der Widerspruch, also den Widerspruch im Film umzusetzen, ob der Sie interessiert, ist das der Stoff, der Sie jetzt bei dem Film noch stärker interessiert hat als bei den Arbeiten, die Sie vorher gemacht haben? Aber es ist nicht mal nur die Gleichzeitigkeit von zwei verschiedenen Wesenszügen oder so. Also das ist ja eh was, womit man rechnet, dass jemand, der extrem tough sei oder irgendwie forsch, wie Sie es nennen, sich dadurch die Sachen kämpft, gleichzeitig eine große Traurigkeit in sich trägt oder so. Was ich bei dem Film fast noch wichtiger fand, war, auch den Zuschauer spüren zu lassen, dass sie das in keinem der Momente wirklich beurteilen kann, was jetzt eigentlich gerade los ist, was sie zu fühlen hat oder fühlen sollte. So, man ist ja relativ irritiert und es ist schwierig, die einzelnen Szenen daraufhin zu beurteilen, ob das jetzt ein großer Einschnitt ist, ob das eine sehr wichtige Wendung ist, ob das lustig gemeint ist oder nicht so lustig oder ob das so, ob da gerade was Fundamentales passiert oder nicht. Das ist ja das Irritierende, denke ich, an dem Film und auch das Anstrengende, wenn man den anguckt. Das ist aber auch genau das Anstrengende, was man durchlebt, wenn man Teenager ist und in eine Situation nach der anderen reinkatapultiert wird, ohne irgendwie eine Ahnung davon zu haben, was das in einem jetzt auslösen soll, wie man sich dazu verhalten soll. Und ja, das, ich glaube, das war mir wichtig, das fühlbar zu machen, anstatt es nur zu zeigen, aus einer objektiven, sicheren oder so. Ja, bei dem, was Sie sagen, fühlbar zu machen, da fällt mir auf, oder ich erinnere mich dran, dass in dem Film ganz oft so Parallelwelten
da sind, also Gleichzeitigkeiten. Also der Film arbeitet jetzt nicht, sagen wir mal, mit Farbveränderungen oder mit einer Veränderung von Schnittrhythmus. Also es ist fast so, als würde die Mifti manchmal in eine andere Welt treten. Also da gibt es dann plötzlich Tiere, ein Einhorn, was da auftaucht oder ganz am Schluss oder gegen Schluss der Pinguin, der plötzlich in der Wohnung ist. Also im Grunde was so surreale Momente, die aber so gefilmt sind, als würden die, sagen wir mal, zum Jetzt und Hier von der Mifti gehören. War das, interpretiere ich das da rein oder wollten Sie das so? Dass wir eigentlich nie genau wissen, ist sie jetzt, sagen wir mal, in einem Traum oder ist sie mit beiden Beinen in Berlin, jetzt und hier, Alltag und so weiter. Also es sind ja immer zwei Erscheinungsebenen oder zwei Realitäten gleichzeitig, ne? Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal Sounddesigner getroffen habe, also Leute für die Postproduktion von dem Sound, und mit denen gesprochen habe darüber, wie sie es machen wollen würden oder was da ihre Ideen zu sind, sagten tatsächlich die meisten, bezogen sich direkt auf diese vermeintlich surrealen Szenen und wollten da arbeiten mit übersteigerten Effekten und das so einleiten, dass schon zwei Szenen vorher quasi spürbar gemacht wird, dass da gleich was Irres passiert, aber dass das alles in einem Kontext so eingebettet ist, dass jeder, der sich den Film ansieht, automatisch weiß, Achtung, das ist jetzt eine Traumsequenz. Und das ist das Gegenteil von dem, was ich wollte. Ich wollte eigentlich die alltäglichsten Szenen, also wenn sich jemand die Zähne putzt oder wenn die Geschwister zusammen am Küchentisch sitzen oder so, die wollte ich auf eine Weise unterschwellig, weird und fast surreal gestalten vom Sound her, wohingegen ich diese vermeintlich surrealen Elemente so alltäglich und realistisch wie möglich haben wollte. Da durfte wirklich nichts Überzogenes drin sein, damit es wirklich so unvermittelt auf einen, also dass man da wirklich als Zuschauer so unvermittelt drauf trifft, wie das, glaube ich, am sinnvollsten ist. Ja, ja, genau. Also so, genau. Also das, gut, aber also einfach auftauchen. Ja. Ja. Es gibt ja eine ganze Reihe von Berlin-Filmen, die dann auch mit dieser anderen Wirklichkeit, man taucht ab in die Nacht, man geht in irgendwelche Clubs, wo das Licht anders ist, wo Wahnsinns-Sound um einen rum ist und wo ganz viel passiert oder man erwartet ganz viel. Und es ist fast ja schon ein Klischee oder es ist ein Klischee. Und bei Ihnen ist es so, dass mir auffiel, dass bei den Clubszenen plötzlich was ganz Künstliches passiert. Ich habe da gesehen, dass die Leute eine Art Choreografie tanzen. Also nicht so das, was wir erwarten, jeder individuell. Und es ist im Grunde im Bild so eine Art kollektives Gehopse. Das ist ja bei Ihnen nicht. Es gibt dann auch noch so eine andere Szene, wo ich auch sagen würde, es ist fast wie so eine Traumszene. Einmal tanzt ein Tänzer so einen langen Flur entlang, wo ich auch nicht genau zuordnen konnte, ist der jetzt im Kopf von Mifti oder wo ist der jetzt? Und wie kamen Sie auf die Idee, das so artifiziell zu machen, also richtig wie ein Tanz, nicht wie eine, sagen wir mal, pseudorealistische Clubszene? Ich finde, pseudorealistische Clubszenen sind, man kann das nicht auf eine Weise wiedergeben, die dem Ausgehen selbst irgendwie gerecht werden würde, glaube ich. Ich kann jetzt gar nicht ins Detail gehen, wieso genau, warum das so schwierig ist, aber es gibt wirklich so gut wie keine Clubszene, die ich kenne, die nicht auf eine gewisse Weise hochstilisiert ist und wo es eine Art Obstacle, ich weiß gar nicht, wie man das auf da, wo es eine Art Gegensatz, wo es was Gegensätzliches drin gibt, was irgendwie verwirrend ist oder so. Wie dreht man das überhaupt, wenn man wenn die Leute reden manchmal und ich meine, normalerweise, wenn man in so einem Club ist, dann ist die Musik wahnsinnig laut, die müssen sich eigentlich alle anschreien. Und wie dreht man eigentlich so eine Szene? Ich glaube, normalerweise bei Vorabendserien und bei filmischen Großproduktionen wird das so gedreht, dass viele, viele Extras eingekauft werden, also Statisten. Die kriegen ein Beat vorgespielt, bevor die Szene gedreht wird, müssen sich diesen Beat merken und dann stumm auf diesen Beat tanzen. Stumm? Genau, also sie hören halt stumm. Ja. Und es ist keine Musik. Damit man den Dialog der Schauspieler, die im Vordergrund stehen,
dann am Ende im Schneideraum gut schneiden kann. Es geht ja nicht, wenn da die ganze Zeit Musik im Hintergrund läuft. Hm. Und das merkt man ja auch in den meisten Szenen irgendwie, die so gedreht wurden. Und bei uns, man sieht das, glaube ich, ganz gut, ist auch diese Club-Szene mit der Tanzchoreografie, wo die beiden den Gang runterrennen und es läuft Techno und Stroboskoplicht und so, folgt ja eine Bar-Szene. Mifty sitzt im Taxi und dann gibt es eine, im Vergleich zu dem hyperstilisierten, eigentlich recht realistische Szene, wie die zwei in eine Bar gehen, dann stehen sie da an der Bar. Und das war live gedreht mit, also quasi, wir haben eine Party veranstaltet in einer bereits geschlossenen Bar mit Freunden von uns, die da gerne mal wieder hin wollten und konnten da natürlich nicht keine Musik laufen lassen, sondern haben den Referenzton der Kamera verwendet und ja, die einfach da so rumlabern lassen und am Ende irgendwie versucht, wie wir es hinbiegen können, das zu schneiden und den Ton schneiden zu können, ohne dass zu viel verloren geht. War aber auch eine anstrengende Sache tatsächlich. Aber die Gegensätzlichkeit mochte ich auch ganz gerne, dass man diese Choreografie hat und danach was beinahe aussieht wie ein Dokumentarfilm aus den 90ern oder so. Also, ja. Hm. Ja. Ja. Also, Mifty bewegt sich in Berlin und Berlin kommt eigentlich ziemlich dunkel vor. Der ganze Film hat so ziemlich viel Low-Key-Licht. Oder habe ich das falsch gesehen? Ziemlich so Dämmerlicht, dunkle Szenen. Und dann haben sie natürlich das auch drin, was mehr und mehr verschwindet. Also die Leute laufen durch so eine Art Brache von der Party weg. Da diese Szene mit Mavi und Mifty und dem Olli. Bitte? Und den Ackerschafen? Ja. Ja, da an den Gleisen. Ja, 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 ja. Also sie laufen durch so ein nächtliches Berlin. Es ist alles immer noch so unbebaut. Also ich will darauf hinaus, ich frage Sie, haben Sie sich eigentlich in Berlin ausgedacht? Also weil es ist ein Wunsch Berlin. Diese Orte, wo sich das Mädchen bewegt, die sind eigentlich auch gegen die Klischees inszeniert. Also es gibt zum Beispiel kaum Leute, die mit der Bierflasche in der Hand durchs Bild laufen. Es gibt eigentlich eine ziemlich große Leere in der Stadt. Dabei haben alle Leute, die in Berlin leben, jetzt das Problem, dass überall welche sind. Also es ist alles sehr voll. Wie sind Sie daran gegangen? Also wollten Sie das Mädchen und seine Freunde so ein bisschen rausheben aus der Stadt? Also auch so ein bisschen isolieren? Also kam es Ihnen darauf an? Oder? Mit Sicherheit. Ich weiß, was Sie mit Isolation meinen. Ich glaube, das hatte ich tatsächlich ein bisschen vor. Was ich unbedingt vermeiden wollte, war, das zu was zu machen, was daraus einen Berlin-Film zu machen, irgendwie ein authentisches Berlin zu zeigen, wie es jetzt gerade ist. Das hat mich wirklich nicht interessiert. Ich wollte jetzt auch keine universelle Geschichte machen, die überall auf der Welt spielen könnte. Das wäre auch völliger Quatsch gewesen, aber ich wollte zum Beispiel auf gar keinen Fall jemals wirklich präsent den Fernsehturm im Bild haben. Und ich hatte nicht im geringsten den Ehrgeiz zu dokumentieren, was jetzt gerade im Moment so auf der Warschauer Brücke Freitagnacht los ist oder so. Das hat mich weniger interessiert, als was zu machen, wo man die Stadt auch mal kurz vergessen kann. Oder die Besonderheiten dieser Stadt. Und dann sind das natürlich doch die Dinge, die ich am interessanten an der, ich meine, ich wohne da jetzt seit 11 Jahren, und das ist vielleicht eine Essenz dessen, der Stimmung, die ich am Berlin am interessantesten fand vielleicht. Also so und das ja. Und insofern ist es vielleicht nicht unbedingt ein Wunsch Berlins, aber auf jeden Fall ein kreiertes. Ist es ja immer in jedem Film. Aber ja. Also wenn man guckt, wie Mifty durch den Film geht, dann fällt einem schon auf, dass sie, wie soll ich sagen, sie ist völlig freigestellt von allem, was, sagen wir mal, mit Geld, mit Arbeit zu tun hat. Sie ist eine Schülerin, die sagt, ich habe null Bock auf die Schule. Mir fällt auch ein, dass der Roman, auf dem der Film fußt, also auch so ein bisschen gelabelt wurde unter der Fragestellung, hier ist wieder ein Kid mit Luxusverwahrlosung. Das hat man dem Roman ja auch so nachgesagt. Wie stehen Sie eigentlich dazu? Also Sie setzen ja die Mifty in Ihrem Film jetzt auch nochmal völlig frei von allem, was man so braucht, um
zu bestehen in einer Großstadt. Also es gibt kaum irgendwie Arbeit oder Geld. Sie hat eigentlich überhaupt keine Probleme. Sie driftet durch die Stadt und hat so ihr Sehnsuchtsding im Kopf. Und da wollte ich Sie noch mal fragen, haben Sie da dran richtig gearbeitet? Haben Sie ihr alles andere sozusagen weggeschnitten, dass das noch für Sie gar keine Rolle spielt? So eine Art Taschengeldfreiheit. Ja, das ist interessant. Ja, ich glaube, dazu muss man sagen, es ist für einen Teenager schon nicht so wahnsinnig schwierig. Man muss wahrscheinlich nicht zu Rothschilds gehören, um mal ein paar Wochen lang nichts zu machen, außer rumzudriften durch eine Großstadt. Ne? Also es ist jetzt. Also, aber das mit dem Weg, ich habe das beim Schreiben des Romans gemerkt, dass, also worauf ich diese Figur wirklich reduzieren wollte, war auf dieses bloße, sich treiben lassen, wahrscheinlich war es das. Und da wäre natürlich. Ah, die muss ja auch noch Geld verdienen, die muss irgendwie, also die muss sich ja was zu essen kaufen, problematisch gewesen. Deswegen siedelt die dann an in einem Kontext, in dem das keine übermäßige Rolle spielt. Und das ist ja auch ein viel interessanteres Phänomen, als also jemanden zu zeigen, der sich wirklich langweilt oder der wirklich sich langweilen würde, würde er all das nicht machen. Oder der wirklich, es geht gar nicht um Langeweile, der wirklich frei genug ist, und der wirklich in jeder Hinsicht frei genug ist, um was selbst für sich entwickeln zu müssen, einen Lebensentwurf, anstatt ihn sich als Vorgefertigten zusammenzusetzen oder einen Vorgefertigten zu übernehmen. Ja, das war auch auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung, dass die ganze Zeit noch hungert, während sie all das erlebt. Ja. Ich frage mal gerade hier im Kino, gibt es jemanden, der eine Frage stellen möchte? Das ist natürlich möglich, ne? Sie würden. Ja. Dann komme ich mit dem Mikro zu Ihnen, um die Sache noch technischer zu machen. Leute hören gerne zu, Sie haben natürlich die Möglichkeit, ne? Es geht doch alles, aber bis sich jetzt jemand durchringt, eine Frage zu stellen, schließe ich vielleicht noch eine an. Ich fand ja diesen kurzen Dialog zwischen der Vaterfigur Bernhard Schütz in diesem merkwürdigen Haus mit den Töchtern. Und da geht es um etwas, also Kunst und Terrorismus. Und das geht Schlag auf Schlag. Vielleicht habe ich auch gar nicht alles so noch im Kopf, wie es in dem Film vorkommt. Ich wollte Sie noch mal fragen, was hat Sie jetzt fasziniert an diesem Dialog? Also da steckt ja eine These drin, dass also Terrorismus und Kunst, dass da irgendwie eine innere Verbindung ist. Hat das was mit dem Filmemachen zu tun? Oder was fasziniert Sie an dieser These von dem Vater? Na, ich glaube, es ist ja gar nicht mal unbedingt eine These, die Terrorismus mit Kunst gleichsetzt. Es ist, was er da am Anfang sagt, das finde ich den interessanten Punkt, ist, dass Terrorismus nur ein Karrierezweig ist, wie jeder andere auch. Dass überall, wo man eine Karriere machen kann, wird sie gemacht. Egal, ob es Webdesign ist oder Banking oder eben Märtyrertum. Das finde ich fast noch interessanter, als ich glaube, danach sagt er, dass Stalin ein großer moderner Künstler gewesen sei und Hitler eine Ikone der Massenkultur und sowas, das ist eigentlich nur was auf diese Grundaussage folgt. Und das ist das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Oder nicht? Also, dass Terrorismus eine Karriere ist wie jede andere. Im Grunde läuft es darauf hinaus, dass Terrorismus auch eine Art von Geschäft ist. Also oder eine Absage an eine, sagen wir mal, eine Sinnfrage, eine weltanschauliche Frage. Steckt das da drin? Steht der Vater genau dafür, dass er im Grunde alles, auch Kunst, unter dem Aspekt von Geschäft sieht, Karriere, Labeling, Ego? Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, dass dafür steht er nicht so wirklich. Ich glaube, der steht vielleicht eher für eine gewisse Grenzenlosigkeit. Zynismus? Ich finde ihn auch gar nicht unbedingt zynisch. Ich glaube, in Grenzenlosigkeit im Umgang mit egal was für ein Extrem auch immer. Also deswegen ja auch, dann erzählt sie da von der Urnenbeisetzung ihrer Mutter und so, und es kommt einfach keine Reaktion. Also das war mir da, glaube ich, wichtig, dass da jede Art von moralischem Tabu von vornherein von dessen Seite aus ausgelotet wurde.
Aber das bringt mich jetzt gerade zu der, darauf vielleicht Sie doch nochmal zu fragen nach den, ich sage jetzt mal, Erwachsenen im Film. Also da gibt es diese rätselhafte Frau, die Mifti begehrt. Und gerade am Schluss läuft es darauf hinaus, dass die beiden eigentlich überhaupt nicht miteinander sprechen. Ich würde sagen, das ist eine Absage an eine Beziehung und leitet eigentlich ein, dass Mifti dann auch sich ins Auto setzt und abhaut und was anderes anfängt. Also ich finde schon, dass die rätselhafte Frau weiter wunderbar rätselhaft bleibt, aber halt auch eine gewisse Kälte ausströmt. Und dann, vorhin haben wir über den Vater gesprochen, also da gibt es gar keine Beziehung zwischen Eltern oder Ersatzeltern oder... Also auch zwischen Mifti und ihrem Vater. Die haben ja einen extremen Humor miteinander und die sind ja wirklich imstande dazu, miteinander zu sprechen auf einer Ebene, wie es bestimmte Eltern-Kind-Konstellationen, wo es vielleicht eine andere offensichtliche Wärme gibt, trotzdem sind oder so. Also ich würde das nicht verallgemeinern als schwierige, nicht existente Beziehungen. Das ist es nicht. Das sind speziellere und die sind problematisch, aber die sind ja dafür den Film, dass sie was offenlegen, was nicht nur zwischen Kindern und Eltern gerade so stattfindet, sondern generell zwischen Menschen. Also so ein, aber ja, entschuldige, ich glaube, ich habe Sie unterbrochen. Ich habe die Frage Nee, gar nicht. Ich wollte noch auf den Punkt hinaus, das Ganze kommt ja auch sehr komisch rüber. Also Sie gehen da schon im Grunde mit Pointen an die Sache ran. Ich komme jetzt noch zu der anderen Begegnung. Das erinnerte mich auch an Torpedo. Also es gibt da diese Geschichten mit der Therapeutin. Es ist beides Male eine Frau und es sind eigentlich Szenen mit Missgeschick. Ja? Also so, es läuft irgendwie was schief und die reden eigentlich aneinander vorbei und trotzdem ist es so ein intimer Moment, wo wo was aufscheint, wo was Menschliches irgendwie da ist, eine Energie zwischen den beiden. Und da wollte ich Sie auch nochmal fragen, das scheint Sie zu faszinieren. Also gerade, weil Sie es schon mal in einem Film aufgenommen haben, dieses Motiv. Einerseits gibt es Borderliner, es gibt in dem Film, also die Figur von Marvi Hörbiger, am Anfang sagt die Schwester Annika, ich glaube, du spielst hier eine posttraumatische Belastungsstörung. Sie machen sich ein bisschen lustig über die Leute, die Psychoprobleme haben, oder? Lustig machen, also ich glaube, das ist ein bisschen neutraler gehandhabt. Ist natürlich extrem dankbar, eine Szene mit einer Therapeutin zu haben und da mal so ein bisschen... Also wo die Ellenreminiszenz so drauf zu hauen und das ins Extrem zu treiben, das macht natürlich Spaß. Also so, dem kann man sich schlecht verweigern irgendwie, wenn man da so eine Therapieszene vor sich liegen hat. Dann, ich weiß nicht. Aber das ist ja, das wird ja immer akuter irgendwie, dass so gut wie jeder, anstatt zu seinen Handlungen zu stehen, es auf einen bestimmten psychischen Defekt zurückschreibt, weil das gerade einfach eine Art Religion für uns ist, glaube ich, die eigene Psychologie oder so. Eine irre Präsenz. Dass man sich selber pathologisiert. Nicht nur sich selber, sondern auch sein komplettes Umfeld. So. Und jede irgendwie aus dem Rahmen fallende Entscheidung oder jedes aus dem Rahmen fallende Verhalten muss sofort klassifiziert und eingeordnet werden und wird dadurch natürlich auch entkräftet, ein Stück weit. Was nicht bedeutet, dass ich was gegen Therapien habe oder dagegen, dass Leute Therapie machen, um Gottes Willen, das heißt es nicht, aber ich finde das schon sehr, finde das zumindest irgendwie bedenkenswert, was es bedeutet, Leute in ihren Aussagen oder Statements nicht mehr komplett für voll zu nehmen, sondern sobald einem was nicht passt, es neutralisieren zu können mit einer bestimmten Begrifflichkeit, über die man was bei Wikipedia gelesen hat. So, das ist so. Jetzt frage ich nochmal in die Runde, möchte jemand eine Frage stellen? Ich kann auch sagen, wie Ihnen der Film gefallen hat. Auch das ist ja interessant. Von Frankfurt aus nach Rom Ihre Eindrücke zu schicken. Ansonsten habe ich auch mal noch eine Frage dazu. Jetzt lief der Film natürlich in Sundance. Hörst du mich eigentlich über das Mikro? Ich ganz gut, glaube okay. Ich. Ja. Genau, jetzt liefst du ja als deutscher Film in Sundance und hast ja auch einen Preis dort gewonnen, haben wir vorhin schon gesagt. Wie ist das denn? Wurde der explizit als deutsches Thema wahrgenommen oder würdest du sagen, da ist irgendwas dabei, was das Ganze vielleicht auch internationaler macht aus deiner Sicht? Ich glaube, als deutsches Thema wurde so gut wie gar nicht wahrgenommen.
zumindest erinnere ich mich jetzt an keinen Satz in der Kritik oder so, worum es, also wo das als spezifisch deutsch irgendwie beschrieben worden wäre. Das war auch schon die Frage, ne? Oder, ja, genau, die Reihe heißt auch, was tut sich im deutschen Film? Deswegen ist das ganz interessant zu sehen, quasi, wie dieser Film funktioniert, vor allen Dingen, weil du ja einen eher unüblichen Weg gegangen bist, indem du die Premiere im Ausland gemacht hast. Ja. Ich war also, was da schon ein bisschen vorherrscht, ist eine gewisse Hysterie, was junges europäisches Kino und dann seit Maren Ade natürlich dann auch, also seit diesem Toni Erdmann-Erfolg, ich glaube, deswegen war dann auch immer das Kino voll und so. Plötzlich waren alle irritiert darüber, dass es einen subtilen, speziellen Humor aus Deutschland gibt, der nicht amerikanische Filme reenactet. Was ja in den 90ern, glaube ich, also waren Leute, ich weiß nicht genau, vielleicht rede ich mich da jetzt auch im Kopf und Kragen oder so, aber da gab es schon ein gewisses Interesse für bei allen, die ich getroffen habe, für das, was jetzt gerade anfängt zu passieren. Nämlich die Subtilität von einem deutschen Humor, von dem man gar nicht wusste, dass er existiert oder so. Ja, so, das so. Aber weiter würde ich mich auch nicht wagen, das zu beurteilen, wie das so. Weil ich selber eben wenig, also in meinem Fall ging es sehr wenig darum, ob der Film deutsch ist oder nicht, was ja auch ein gutes Zeichen ist schon mal per se. Also dass das jenseits so eine Zuordnung funktioniert oder interessant ist oder so, ja. Vielleicht noch eine Anschlussfrage, wenn ich die noch stellen darf, Claudia. Ja. Du bist ja Autorin eben auch, damit hast du ja eigentlich auch angefangen, du hast jetzt dein eigenes Buch verfilmt. Wir sind jetzt gerade am Ende der Buchmesse in Frankfurt, ist also natürlich ein Thema. Auch wie ist denn das Zusammenspiel? Siehst du dich jetzt selber mehr als Autorin oder fühlst du dich vielleicht sogar gar in der Filmwelt wohler? Wo sind die Fallstricke? Weil es gibt ja ganz wenige, die jetzt wirklich zuerst den Roman rausbringen und dann den Film dazu veröffentlichen. Das stimmt. Ich fühle mich immer am wohlsten in dem, was ich gerade nicht mache. Wobei ich das auch so nicht sagen kann. Ich bin wahnsinnig gerne am Set und so. Aber ein Roman schreiben ist insofern anstrengender und ein bisschen deprimierender, als man einfach alleine ist die ganze Zeit und das alleine macht. Klingt jetzt so simpel, aber das ist irgendwie ausschlaggebend. Es ist schwieriger, sich da selber in dem Vorgang zu rechtfertigen, wenn man einfach die ganze Zeit alleine am Schreibtisch sitzt und keine Reaktion von jemandem direkt erzielen kann mit dem, was man arbeitet. Aber ich bin wohl beides gleichermaßen irgendwie, zumindest im Moment. Weiß man nicht genau, was da überwiegen wird in der Zukunft. Ja, ja, im deutschen Film ist es ja oft ein Problem, nach kurze Zeit nach einem Film den nächsten zu starten. Manchmal dauert es 5 oder auch mehr Jahre. Hilft Ihnen das was, wenn Sie zwischendurch sozusagen Ihr nächstes Buch, Ihr nächsten Roman fertig kriegen, ist das eine Art Erfüllung, dass man wirklich nicht nur warten muss, sondern selber als Autorin einfach weiterarbeiten kann? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, vielleicht wäre es auch, würde ich jetzt keinen Roman schreiben, könnte ich mich schon an die Finanzierung von einem anderen Projekt setzen und das würde vielleicht schneller gehen, als es so will. Also man weiß ja nie genau, was dann... ich glaube, was eher hilft, ist, dass in dieser Abwechslung, dass man in keinem der Bereiche eine extreme Routine entwickelt. Also ich hatte jetzt weder beim Schreiben noch beim Filmemachen noch beim Artikel für Zeitungen produzieren oder so das Gefühl, dass ich da irgendwie auf meine eigene Routine reingefallen wäre. Die gibt's nämlich nicht, weil ich abwechselnd so viel Verschiedenes mache. Also in keinem dieser Bereiche, glaube ich, Gefahr laufe, zu professionell zu sein. Und das ist jetzt nicht der Grund, warum ich in verschiedenen Bereichen arbeite, aber ist ausschlaggebend dafür, dass ich es weiterhin so mache und dass mir das am meisten Spaß macht. Also, ja, aber Sie haben mal vor gar nicht langer Zeit in so einem Gespräch für die Süddeutsche mit Annika Decker gesagt, dass Trashfilme oder Fernsehen aus ihrer Kindheit, dass das für sie ganz wichtig war. Und das würde ich jetzt mal in einen Topf werfen als Handwerk. Es kann ja gutes Handwerk sein, also von gutem Handwerk, Mainstream bis Trash.
Und Sie wollen jetzt aber so, wenn wir Ihnen zuhören, sagen, es ist prima, dass ich nicht zu sehr in Routine verfalle, dass da nicht so viel Professionalisierung, also in Form von Schema F auftaucht. Wie verträgt sich das? Also Sie mögen ja eigentlich gut durchkalkulierte Serien und so richtig Mainstream-Stoff. Ja, das mag ich schon. Also vom Mögen kann da auch keine Rede sein. Ich mag Germany's Next Topmodel wirklich nicht, trotzdem gucke ich es ab und zu. Also, weil es irgendwas in mir erfüllt, was ich gar nicht zugeben will, aber irgendwas daran macht halt Spaß. Ich glaube, man lernt aus Schlechten sehr viel. Man lernt sehr viel und ich meine ja gar nicht mit, ich will nicht so professionell werden, dass ich nicht genau wissen will, wie die und die Linse von der und der Kamera heißt. Darum geht es nicht. Es geht um eine professionelle Routine, auf die man, wie gesagt, reinfallen kann, wenn man jetzt so sehr anheimfällt. Vielleicht stimmt das auch gar nicht. Aber ich merke immer, dass wenn ich zu routiniert weiß, was ich da eigentlich mache, dass das nicht so gut wird, wie was aus einer Verzweiflung darüber, dass man eigentlich ein bisschen zu unsicher ist, um das jetzt wirklich umzusetzen, produziert. Vielleicht noch eine letzte Frage, die mit der Erfahrung in Sundance zu tun hat. Hat man dort eigentlich wahrgenommen oder kannte man diese Riesendebatte, die damals der Roman 2010 hervorgerufen hat und wo es um eigentlich eine deutsche Debatte im Feuilleton ging, also diese Geschichte, dass sie Passagen aus einem anderen Buch oder aus einem Blog zitiert haben und das wurde ihnen ja zum Vorwurf gemacht und die andere Fraktion hat gesagt, nein, das ist gerade was Neues, gehört zu unserer neuen, also zur Sharing Community und Helene Hegemann gehört dazu, sie macht was Neues aus schon bestehenden Texten. Das ist jetzt eine gewesene Debatte und wir müssen die auch nicht nochmal aufbereiten. Aber mich interessiert eigentlich, ob das über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt gewesen ist und schwappte das zu Ihnen zurück in den USA? Nee, überhaupt nicht. Die haben das gar nicht wahrgenommen? Nee, gar nicht. Es war ja auch da relativ gegenstandslos. Also hätte es da irgendeine juristische Grundlage in Deutschland gegeben, das wirklich zu diesem Skandal aufblasen zu können, dann wäre das sicher auf eine Weise dann rübergeschwappt, wie Sie es genannt haben, die irgendwie anders wäre. Aber dadurch, dass das ja dann so wenig war im Endeffekt, also dass das, worum es da eigentlich ging, so überschaubar gewesen ist, ist das eigentlich so, nee. Also wurde ich weder darauf angesprochen, noch stand das, glaube ich, viel in Kritiken, beziehungsweise wurde es dann anders thematisiert. So. Nee, das nehme ich überhaupt nicht so wahr. Nee. Und sie konfrontiert mich damit, weil sie mich alle in Ruhe lassen wollen, aber nee, eigentlich ist ja. Ja. Ich habe gelesen, Sie haben einen Roman in Arbeit oder ist der schon fertig? Ist noch nicht ganz fertig, ja. Worüber? Worüber, liebe Helene? Oh, da würde ich. Der Roman. War die Frage, worüber, Urs? Genau. Der neue Roman. Kann ich nicht pitchen, ist noch zu früh, kann ich wirklich noch nicht erzählen. Nicht, weil ich es gerne würde und auch nicht, weil es mir verboten würde oder so, sondern weil ich es noch nicht zusammenfassen kann. Ja, aber mich würde schon interessieren, ob das auch nochmal wieder eine Variation von diesen, sagen wir jetzt mal, Helene Hegemann Topos ist, Mädchen, rebellisch, driften, eine Sehnsucht, Begehren, was sich auf Frauen richtet, so eine bestimmte Art, eine Selbstständigkeit durchzusetzen, ohne sich also vor schlechten Erfahrungen zu drücken. So, das ist ja so ungefähr das, was immer wieder kommt in den Dingen, die Sie veröffentlicht haben. Setzen Sie da wieder an? Ich jage zwei Tiger, meinen zweiten Roman, der ja auch wirklich davon abgekommen war, aber trotzdem immer noch eine Hauptfigur hatte, die vergleichbar gewesen ist. Was ja auch vielen, also ich werde jetzt nicht über einen brasilianischen Kaufhausdetektiv, der nichts mit mir zu tun hat, schreiben können, aus reinem Interesse, mal den zu porträtieren, weil ich das
fast als Anmaßung empfinde. Es geht natürlich um eine junge Frau irgendwie, die jenseits von vorgegebenen Standards versucht zu leben oder dazu gezwungen ist, das zu tun. Ist aber ein völlig anderer Kontext als das bisher war. Ja, ja, ich würde sagen, wenn jetzt niemand so letzte richtig Chance aufschreit und noch eine ganz wichtige Frage stellen möchte, dann würde ich mich gerne bei Ihnen, Helene Hegemann, bedanken. Ich fand das ganz toll, dass Sie, obwohl Sie eigentlich nicht anreisen konnten, jetzt trotzdem so interessiert und ganz voller Informationen und bilderreich mit uns gesprochen haben. Das finde ich schon eine ganz tolle Sache. Und wollte ich mich bei Ihnen bedanken und hier beim Publikum, was so lange ausgeharrt hat, natürlich auch. Ich danke euch auch. Wir sagen ganz herzlichen Dank. Helene Hegemann in Rom, gute Besserung auf jeden Fall. Auch das, ja. Auch noch. Ja, und ich möchte natürlich die Chance noch nutzen und Ihnen sagen, dass diese Reihe natürlich weitergeht. Auch am 19. November, der nächste Gast in unserer Reihe wird Jan-Henrik Stahlberg sein, der dann seinen Film Fickefuchs bei uns präsentiert, der den Eröffnungsfilm der Sektion Neues Deutsches Kino präsentiert hat. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, liebe Helene. Ja, auf jeden Fall nochmal was ganz anderes. Wir wollen die gesamte Bandbreite abbilden. Ich sage ganz herzlichen Dank auch nochmal unseren Vorführern, die das möglich gemacht haben, dass wir dich heute hier auf der großen Leinwand hatten. Danke, dass du da warst. Einen schönen Nachhauseweg Ihnen allen. Es war wunderbar. Danke Ihnen. Danke, Claudia. Ja. Ciao.